Zack. So. Dann wird das mal eben hochgezogen hier. Ja, genau. Das ist ja auch schon Cobblestone. Das ist auch sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir haben, ich habe ja schon mal gesagt, das sind jetzt Einzelzellen. Und zwar für die besonders schweren Verbrecher. Also Mörder und sowas. Die sollen natürlich keinen Ausblick nach draußen haben und sowas. Also in die Freiheit. Denen wird das nicht gestattet. Sondern die müssen sich eben mit dem abgeben, was sie eben kriegen. So, zack, zack. Wunderbar. Und deswegen versuche ich diese Zellen etwas dunkler zu gestalten als die normalen. Weil die normalen Zellen, das sind Gruppenzellen. Das heißt, da sitzt man mit mehreren Leuten in einer Zelle. Und teilt sich die. So, der kann raus. Hier kommt nämlich ein Balken mit Fackeln hin. Haben wir natürlich nur noch einen von, ist klar. So, dann machen wir das erstmal so. Das ist hier später genauso. Und dann würde ich auch sagen, dass wir hier dann genau dasselbe Muster auch weiterführen. Mit dem Dingens hier, mit den Balken, die das dann eben festhalten. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Muster. So, hier kommt natürlich auch ein Balken hin. Das heißt, dann kommt das hoch, zack. Einmal so, da kommt eine Fackel hin und dann kommt das jetzt zugemacht. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und hier auch, guck's dir an. Ist es das? Jo, das ist es. Wunderbar. Und dann habe ich mir gedacht, die normalen Verbrecher, die kriegen dann hier eben so eine größere Zelle. Mal eben gucken. 1, 2, 3, zack. Und 1, 2, 3. So. Das heißt, das wäre dann die nächste Reihe an Zellen. Wenn wir jetzt mal eben zählen. 1, 2, 3. Okay, das würde nicht mehr reichen. Das macht aber nichts, dann können wir das ja ganz einfach so gestalten, dass wir sagen, wir machen das hier mal so zu. So, pass auf, pass auf, pass auf. Das heißt, wir setzen hier einen Balken hin. Das heißt, die Fackeln können hier weg. Dann machen wir das hier so als Anschluss. Keine Sorge, wir gehen gleich rüber auf Eisengitter dann. Dann machen wir das weg und machen dafür lieber einen großen Gang hier hin. Keine Ahnung, was das am Ende wird hier oder wie das am Ende aussehen wird. Aber es wird schon irgendwie was werden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Cobbles. Ich laufe mal eben los. Pass mal auf. Zack, zack, zack. Und... ah, das sieht schon viel besser aus gleich. Das sieht richtig cool aus jetzt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das sieht natürlich alles wie ein großer Minenstollen aus. Aber das kann es auch ruhig, weil es ist ja eben das Arbeiterviertel. Hier hat aber einer geschlampt. Guck mal. Wird einer was vergessen? Nee, ach Quatsch, das soll so sein. Okay. Richtig, wir hatten gesagt, nicht bei jeder, weil das ist natürlich unnötig. Man muss ja auch nicht überall Stützpfeiler haben. Gut, hier auf den Ecken bietet es sich natürlich an, weil die Deckendurchbrüche müssen natürlich irgendwie, oder die Wanddurchbrüche müssen natürlich irgendwie vor Einsturz geschützt werden. Von daher ist es eigentlich ganz gut. Das nehmen wir auch mal eben mit, das bisschen Holz hier. Ich meine, das macht ja wirklich keinen großen Unterschied, ob wir den Baum jetzt mitnehmen oder nicht. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, diese Kleinigkeiten, das ist immer ganz einfach. Das nehme ich immer ganz gerne mit. Dann hat man nämlich immer so ein bisschen was in der Tasche. Aber Cobblestone, den brauchen wir jetzt. So, und dann... okay, das sind nur Blumen. Ich dachte gerade, da steht ein Skelett. Aber nein, es ist nur Blumen. Oder es sind nur Blumen. Auch hier sieht es ganz cool aus. Auch mit dieser Rinne, hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, hier muss ich raus. Und... die sieht ja merkwürdig aus. Cobblestone. Ich meine, wir haben ja so ein paar Cobblestones gesammelt. Das ist auch gut so. Den einmal zur Seite. So. Und dann kommt der da unten rein. Wunderbar. Dann haben wir jetzt neue Cobblestones geholt. Die werden wir auch noch brauchen. Wir brauchen nur so viel Eisen. Alleine fürs Gefängnis. Oh Gott. Das wird auch noch so eine Aktion werden. Allein die ganzen Gefängnistüren. Haha. Naja. So ist das nun mal. Wir haben uns das ja freiwillig ausgesucht. Von daher dürfen wir da jetzt eigentlich nicht meckern. Aber wir machen es trotzdem. Das ist
Ist einfach so. So, einmal hier hoch. Zack, zack, zack. So, hier auch hoch. Die Taverne sieht immer noch sehr klasse aus. Die gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Und ja, das Gefängnis wird natürlich auch noch richtig gut werden. Das sieht so cool aus, dass sich das da verbindet. Das Gefängnis wird auch noch gut werden. Gut, ob wir das jetzt da brauchen, ist jetzt die andere Frage, aber was sollen wir sonst da unten reinmachen? Sollen wir den Platz leer lassen und immer Monster da haben, ist doch auch doof, oder? Ja, genau, sehe ich auch so. Also, dann munter ans Werk, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Dann machen wir jetzt erstmal hier schön eine Wand hin, dass man das mal markiert, wo was hinkommt, so ungefähr. Dass man den Raum mal so ein bisschen begrenzt. Wobei, wenn man natürlich 1, 2, 3 so macht. Hahaha! Guck an! Also geht das doch. Wunderbar. Dann haben wir immer noch unseren Dreiergang hier und wir haben aber hier direkt dran schon eine nächste Zelle. Genau, wunderbar. Das heißt, hier ist der Eingang. Und 1, 2, 3. Da ist der nächste Eingang dann. Und dann kommt das hier zugemacht. Der braucht nicht, weil da kommt später Holz hin. Huch, ja, mit dem Schwert. Das ist clever, Johannes Pauke. Super. So, das kommt so. Der kommt dahin, das so, so, so. Einmal bis hierhin. Und dann kommt das hier zu. Ich glaube, hier werden wir auch nicht an jeden Pöller einsetzen, sondern eben nur an den Ecken. Und dann sollte das schon reichen. Also einmal hier. Hier. Hier und hier. Dann kann die Fackel nämlich weg. Und wie hell ist das jetzt? Ja, das soll wohl reichen. So, da kommt noch eine Fackel rein. Und da kommt eine Fackel rein. Das hier kommt noch zugemacht. So. Und dann machen wir das hier auch mal eben zu. So, dann haben wir hier nämlich schon mal die nächste Zelle. Bei diesen Zellen hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das gestalten werden. Aber das wird noch so eine Sache für sich werden. Wir müssen natürlich auch noch ja, Mannschaftsunterkünfte machen für die Soldaten, die hier die das ganze Gefängnis hier begutachten oder bewachen, besser gesagt. So. Begutachten ist so ein blödes Wort dafür, sondern bewachen. Weil das wird ja eben gemacht. Es wird bewacht, das Gefängnis. Also, ich mache jetzt erstmal hier einen schönen fetten Boden rein. Und ja, also. Aber ich würde sagen, den Steg vorne, den lassen wir erstmal weg und gehen erstmal in 1 durch. Ich glaube, den haben wir ausgespart. Genau, da fängt er nämlich an. Der schöne... Och, guck mal. Och, der ist aber süß. Hallo, kleiner Creepermann. So, hier ziehen wir erstmal durch bis hinten hin. Dass wir hier schon mal eine Grundfläche kriegen. Zack. Damit wir erstmal ein bisschen was haben, was... Oder unter den Füßen haben, besser gesagt. Okay, hier oben dürfte ja eigentlich nicht viel sein. Wir setzen trotzdem mal ein paar Fackeln hin. Und dann würde ich sagen, schließen wir das jetzt hermetisch hier ab. So. Dass hier dann auch erstmal keine Mobs mehr hoch können. Sondern eben nur noch über Umwege. Zack, 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 zack. Und das kommt weg. Dann kommt da noch eine Fackel hin. Also wir beleuchten das jetzt erstmal hier grob aus. Zack, zack, zack. Auch hier wird jetzt die Möglichkeit genommen, dass da einer hochkommt. Und dann ist das schon, glaube ich, ganz cool. Vor allem, weil man dann endlich mal eine versteckte Ebene hat in dem Steg. Vor allem, weil er ist ja da. Es ist ja nicht so, dass wir den erst jetzt ganz neu aufbauen müssen. Gut, mussten wir ganz am Anfang machen. Okay, hingenommen. Aber das war eigentlich auch relativ einfach, weil wir haben nichts Großes gemacht, außer ein Stück von der Küste abgetrennt. Und eben da, ja, einen schönen, geraden, langen Steg hingebaut. Mehr haben wir da auch nicht gemacht. Von daher war das jetzt auch nicht so die große Herausforderung. Das war eigentlich ganz leicht. Zack, zack. Dann machen wir das hier auch mal weg. Oder machen wir das auch mal zu hier. Ich möchte ungern, dass hier irgendwelche Monster hochklettern.
zack. Deswegen machen wir das mal als erstes. Zack, 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 zack. Das heißt, dass die Monster da unten wirklich erstmal isoliert sind. So. Fackel. Und das muss dann als nächstes kommen. Dass man da schon mal den Deckel drauf setzt, genauso wie den Berg oben verschließt. Ich glaube, das ist tatsächlich das Beste, was wir da machen können. Da kommt ein Zombie. Ah, und noch einer von denen. Ja, ah, und der Creeper, natürlich. Bitte ist der Creeper so dumm und läuft hinterher. Ja, komm her. Ach, zwei sind es jetzt sogar schon. Haben wir den Bogen noch dabei? Nein, haben wir nicht. Schade eigentlich. Hahaha, das war gut. Ja, komm her. Wie sieht das denn jetzt eigentlich hier oben aus? Oh, hier fehlt noch ein bisschen Stein. Also, ein bisschen Cobblestone. Okay, hier oben, also man hat hier immer noch eine super Sicht. Das kann man nicht anders sagen. Nur unser Dorf, davon sieht man nichts. Und das ist auch gut so. Andersrum, den Leuchtturm würden wir theoretisch sehen. Wunderbar. Sieht richtig schön aus hier. Gut. Das ist noch so ein kleiner Schandfleck. Aber auch den können wir irgendwie noch beseitigen. Den kriegen wir auch noch weg. Da gehe ich fest von aus. Und jetzt in der Nacht, pass mal auf, dann nutzen wir mal ein bisschen die Zeit hier eben. So. Weil sonst ist das in 20 Jahren noch nicht fertig. Zack, zack. Sondern das muss auch mal gemacht werden. Also machen wir jetzt auch mal diese Kleinigkeit hier eben. Wenn es jetzt so lange Nacht ist und die Mobs da draußen rumrennen, das muss ja jetzt nicht sein. Und diese Baby-Zombies, die sind mir suspekt, die sind mir zu schnell. Zack, und mit dem Eisenschwert, mit dem Steinschwert ist das dann doch ein bisschen blöd. So, ich weiß, wenn der Typ das jetzt sehen würde, ja, dann macht ihr doch Eisenwerkzeuge oder dies und das und jenes. Oder Basti, wenn der das sehen würde, ja, macht ihr doch Eisenwerkzeuge oder macht ihr doch eine Rüstung. Ja, aber ich bin natürlich, guck mich doch mal an, ich bin nur ein armer Mann. Ich weiß ja gar nicht, wo ich die Sachen hernehmen soll. Ich habe ja nicht so viel. Ich muss ja sparen. Einer muss es ja... Wieso steht da ein Erdblock? Naja. Naja, naja, naja. Da frage ich jetzt mal besser nicht. So, hier machen wir jetzt erstmal alles raus. So geht das natürlich überhaupt nicht. Okay, bis da oben ist dann schon mal Kobbel. Okay, das ist sehr gut, sehr gut. Der ist auch schon in Kobbel, wunderbar. Und hier müssen es... Da ist noch ein bisschen Erde da oben, tatsächlich. Aber auch nur ein Blöckchen, das ist nicht so wild. So, und hier dasselbe. Das heißt, die drei... Drei sind es hier, ne? Genau. Die drei kommen erstmal raus. Dann machen wir hier jetzt erstmal dicht und nehmen dann den Rest hier noch weg. Das heißt, einmal den und den. Das müsste reichen. Zack, 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 zack. Wunderbar. Kann ich schlafen, tatsächlich. Und gleich wumm, tot. Cool. Dann ging das wirklich. Geil, Omat. Ey, mein Freund. Guck, da ist der Creeper hin. Oh, ich wollte ihm gerade eine knallen. Oh, das ist ja süß gemacht mit dem Icon da unten. Da kommt der Creeper. Wunderbar. Ja, komm. Komm, du kleine Creeper. Komm her. Oh, das ist der Tod. Mit dem Tod ist natürlich nicht zu spaßen. Oh, Alter, der bläht sich ja richtig auf hier. So, mein Freund. Hä? Was ist los, hä? Nein, nicht explodieren. Guck. Und schon entschärft. Und Schwarzpulver gab es jetzt. Cool. So. Also, wie viel Cobblestone haben wir noch? Okay, okay, okay. Das wird auf jeden Fall lange nicht reichen.
Aber das war ja auch schon klar. Das heißt, ich würde mal gucken. Alter. Du bist auch so ein richtig hässliches Viech, ne? Ja, das bist du. Ein richtig hässliches Vieh. So.